Hallo, ich bin David Faber. Ich bin ein Parkettleger aus Hörgartshausen. Seit dem Corona-Ausbruch hat sich bei uns noch nicht sehr viel verändert. Für nächste Woche haben zwei Auftraggeber abgesagt. Das heißt, nächste Woche haben wir nur noch halb so viel Arbeit. Aber ansonsten hatten wir noch ziemlich viel Glück bis jetzt. Wir haben auch das Glück, dass wir nur zu zweit sind in unserer Firma. Deswegen halten sich unsere Kosten relativ niedrig und deswegen können wir auch ziemlich lange dann aushalten. Mit meinem Papa habe ich jetzt schon öfter geredet, wie wir weitermachen wollen, wenn wir nicht mehr rausgehen dürfen, wenn wir nicht mehr arbeiten gehen können. Wir sind gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wie man sieht, auf der Straße ist wenig los. Und Bab, wie geht's dir? Passt schon. Wegen der Corona-Krise, was meinst du, wie geht's da weiter? Das ist schwer abzuschätzen, ehrlich gesagt. Also ich hoffe halt, dass wir unser Betrieb nicht zumachen müssen. Wie gehst du mit der Unsicherheit von dieser Zeit um? Ja, weil ich habe schon mal schlaflose Nacht gehabt, so ist es nicht. Es ist ja bei uns immer mal so, dass wenn es irgendwie blöd läuft und sich drei, vier große Aufträge verschieben, dass wir dann mal dastehen und Däumchen drehen. Aber dann bleibt meistens in der Werkstatt und im Haus eigentlich genug zu tun. Wenn es länger dauert, dann ist es ganz schlecht. Wie hat sich die Corona-Krise auf unsere Aufträge ausgewirkt? Die Privaten haben abgesagt und auf ungewisse Zeit verschoben. Auf der anderen Seite sind jetzt die ganzen Schulen und auch die Volkshochschule zum Beispiel, die sind jetzt außer Betrieb. Das heißt, da haben wir jetzt Aufträge vorziehen können. Beziehungsweise jetzt muss ich sogar Angebot für kurzfristig neue Aufträge schreiben, die wir jetzt in der Zeit, bis wieder geöffnet wird, ausführen können. Das wäre natürlich super. Bei privaten Kunden dürfen wir gar nicht mehr arbeiten. Wenn die jetzt noch drinnen wohnen, nur in Wohnungen, wo keiner mehr drinnen ist, beziehungsweise bei größeren Unternehmern. Wenn wir auf der Baustelle sind, dann schauen wir halt, dass wir schon unseren 1,5 Meter Abstand halten, aber manchmal, wenn man am Flur ist oder so, da geht man schon aneinander vorbei. Es geht halt nicht anders, ja. Aber das ist ja auch im Supermarkt so, dass man sein Bestes tut, aber manchmal kommt man es halt dann doch relativ nahe. Staubmasken müssen wir immer tragen, also wenn wir arbeiten oder so, weil wir meistens irgendwie Staub produzieren, entweder beim Esstischschleifen oder beim Parkettschleifen oder so. Aber jetzt zum Schutz von uns selbst bringen die Staubmasken ja an sich sowieso nicht wirklich viel. Die ganzen Baumärkte haben zu, deswegen müssen wir jetzt immer schauen, welcher Baustoffhandel noch an Unternehmer ausliefert, wo wir hingehen können. Da müssen wir dann erstmal anrufen und schauen, wo wir noch was bekommen. Was kann man noch zur Corona-Krise sagen? Wie hat sich das noch bei uns geäußert? Ja, teilweise haben wir halt Probleme mit den Lieferanten, dass die nicht liefern können. Beziehungsweise ich habe es halt jetzt so gemacht, dass ich unser Lager vollgeknallt habe und geschaut habe, dass wir das ganze Material für die nächsten 2 Monate, für unsere Aufträge, dass wir das jetzt alles eigentlich schon im Lager haben, dass wir da nicht behindert werden. Wie meinst du, wird sich das dann auf Dauer auswirken? Jetzt haben wir halt noch Arbeit und Aufträge. Aber wenn jetzt die abgearbeitet sind, dann weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Hast du sowas schon mal erlebt? Also bei Tschernobyl, da hat man nicht rausgehen dürfen und so. Da war das, oder nicht rausgehen sollen. Aber so schlimm war das nicht. Naja, und dann die Finanzkrise halt. Da haben wir dann auch, da habe ich dann alle Leute nacheinander ausstellen müssen. Was sagst du zu der Lage in ärmeren Ländern wie in Bulgarien oder Indien? Ja, da will ich gar nicht drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das sehr, sehr tragisch wird alles. Unser wunderschönes Hörgartshausen. Was meinst du, passiert jetzt mit der Wirtschaft im Laufe des Jahres? Ja, wird's abkacken. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich, die meisten hier jammern eh eher auf hohem Niveau. Was ich heute gehört habe, in Indien ist das Problem, dass viele Tagelöhner jetzt nicht mehr arbeiten können. Und für die bedeutet das, dass sie sich nichts mehr zum Essen kaufen können. Das heißt, die verhungern jetzt einfach, weil sie kein Geld haben.
bei uns im Alltag hat sich auch noch nicht sehr viel verändert. Mein Verein macht keinen Sport mehr, das heißt, ich muss jetzt alleine schauen, dass ich was mache, aber das ist ja nicht so schlimm, da gehe ich einfach draußen laufen oder mache zu Hause Yoga. Langweilig wird mir auch nicht, ich kann viel lernen. Mit meinen besten Freunden haben wir jetzt ausgemacht, dass wir sonntags immer ein bisschen miteinander telefonieren, ein bisschen was spielen am Computer, dass wir so ein bisschen soziale Kontakte haben.